Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe versprochen, dass ich das Kräutervideo mache, also das Video zu meinen Kräutern und Pflänzchen, die ich habe. Und deswegen mache ich es jetzt. Und ja, dann fangen wir mal in der hintersten Ecke an. Und hier haben wir die, kann ich mal etwas näher zeigen? Hier haben wir die Gurkenpflänzchen von meinem Bruder, um die ich mich kümmere. Hier haben wir, das habe ich heute von meiner Oma bekommen. Das sind so ganz viele verschiedene, ja, Salatsorten. Da kann man alles essen, was drauf wächst. Das finde ich wirklich richtig toll. Und ja, das habe ich mir jetzt so hingestellt. Das habe ich heute bekommen. So. Also die kann man zum Beispiel, den Salat kann man zum Beispiel sehr gut nutzen. Ja, einfach um Salat, andere, zum Beispiel dieser Eisbergsalat, heißt das Eisbergsalat? Der Eisbergsalat. Der hat ja nicht so einen großen Eigengeschmack, dass man halt damit ein bisschen mehr Geschmack reinbringen kann. Okay, dann geht's weiter. Hier zu meinen Keimlingen, die keimen müssen. Hier habe ich Mohrrüben drin, in dem ziemlich großen Topf. Hier habe ich Lavendel. Hier Kamille. Und hier Spinatpflänzchen. Ich hatte die am Anfang hier in den großen. Ah, das sind die Vögel mal rangegangen. Und deswegen habe ich jetzt die ich retten konnte, da reingemacht. Aber was ich dazu sagen kann, ist, die Mohrrüben, ich hoffe, dass sie da in den Topf wachsen. Meine Oma hat zum Beispiel gesagt, dass es nicht funktioniert. Also die mir das hier geschenkt hat. Und ja, deswegen will ich ihr zeigen, dass es doch geht. Okay, dann hier natürlich Lavendel. Lavendel kann man immer gebrauchen. Und hier natürlich die Kamille und ja, Spinat kann man auch mal brauchen. Ich habe noch ein, zwei Setzlinge mehr. Komm mal her. Mein Bruder hat die Kamera, das heißt, wenn es ein bisschen wackelt, nicht sauer sein. Hier, da hat sich seit Wochen nichts getan. Aber hier sieht man zum Beispiel, wenn man es erkennt, ja, da kommt etwas. Ich weiß nicht mehr, welches war. Doch, das hier war die Paprika, wenn du mal zeigst. Hier die Paprika. Und hier ist das Rosmarin. Ich probiere da mein Glück im Gewächshaus. Mal sehen. Okay, dann geht's zurück. Ich drehe gerade ein Video. Okay, also hier oben sehen wir meine Tomatenpflanze. Die hat doch schon ein, zwei Blüten. Die fangen langsam an, sich zu schließen. Ich hoffe, sie werden etwas. Du musst nicht so nah. Man erkennt's. Okay, hier sind die Erdbeerpflänzchen. Ich hoffe, da tut ich auch etwas. Ich habe die wirklich sehr, sehr klein gekauft. Deswegen hoffe ich, dass sie etwas werden. Okay. Dann, denn ich war heute nochmal einkaufen und habe mir ja hier nochmal so ein Teil geholt. Und dann die Pflänzchen. Dazu sage ich aber gleich auch nochmal. Also das Pflänzchen hier. Okay. Dann komm bitte zurück. Hier sehen wir Basilikum. Nehme ich hauptsächlich, wenn ich mal Pizza esse oder so, dann kann man das immer frisch noch dazu machen. Hier natürlich Salbei. Davon habe ich gleich zwei. Weil Salbei ist ja, kannst du auch mal zeigen, dass ich zwei habe. So ein bisschen rum. Hier habe ich Salbei. Gleich zweimal. Weil ich einfach finde, Salbei ist sehr gut, wenn man jetzt Halsprobleme hat. Und durch mein Asthma huste ich doch einmal mehr. Und da ist das halt sehr gut. Hier habe ich Paprika. Paprika sag ich schon. Petersilie. Ja, auch sehr schön. Hier Pfefferminze. Riecht auch schön, wenn man so dran reibt und dran riecht. Riecht sehr doll nach Pfefferminze. Hier haben wir Thymian. Der liegt ziemlich versteckt. Also da, genau. Und hier natürlich das größte Pflänzchen. Also von den Kräutern jetzt. Rosmarin. Dann geht's weiter zu den Keimlingen, die schon gesprossen sind und gut wachsen. Hier in dem kleinen Gewächshaus. Das war nämlich vorher das Gewächshaus von den Gurkenpflanzen. Da muss ich jetzt nicht nochmal extra hinzeigen. Von den Gurkenpflänzchen. Und ja, da wachsen die wirklich sehr gut drin. Also ich kann euch ja mal zum Vergleich zeigen. Die hier, die da, habe ich ungefähr eine Woche vor den im Gewächshaus gepflanzt. Und ja, trotzdem sind die gleichzeitig gesprossen. Also hatten die hier eine Woche Vorsprung. Die hier sind wirklich eine Woche. Die hatten wirklich nur eine Woche Zeit. Okay, dann kommen wir näher. Hier meine selbst gezogene Pfefferminze. Und hier meine Ringelblume. Ich habe jetzt zweimal Ringelblumen, weil ich hatte noch ein paar Sander.
Okay, das war's eigentlich schon. Mehr Pflanzen habe ich nicht. Es wird es wahrscheinlich noch mehr. Und es wäre, die hier werden auch, also die ganzen Samen, das werden nochmal wachsen. Das heißt, ich werde vielleicht irgendwann nochmal ein Update dazu machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ciao.